Herren, den Herren Schickermann. Liebes Publikum, es ist nicht ganz leicht, Tanzsport zu bewerben, zu Tanzsport trainieren, die Leute zu motivieren, zu kommen. Bei Ihnen haben wir es geschafft. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen ganz, ganz herzlich. Wir sind wirklich froh und dankbar, dass Sie alle hier sind. Und dann darf ich Sie gleich fragen, was machen Sie am 19.10.2024? In den Standardtänzen der Klassen DCB in Tirol. Wir wissen noch nicht genau wo. Da werden wir nächste Woche damit anfangen zu planen. Aber wir werden es rechtzeitig bekannt geben und bewerben. Ich bitte Sie jetzt schon alle, sich diesen Termin im Hinterkopf zu bewahren. Vielen Dank. Ciao, ciao, ciao. Das ist ja sogar noch vor dem 19.10. 1.6.2024. Da finden im TELPS, im Sportzentrum, das wissen wir schon, die Staatsmeisterschaften der Lateinformationen statt, und zwar im Rahmen der Austrian Sport Finals. Die finden eigentlich in Innsbruck statt. Und wir haben uns das Tanzsporthaus dafür beworben. Es gibt aber in ganz Innsbruck eigentlich nur zwei Hallen, die dafür in Frage kommen, weil man da sehr, sehr viel Platz braucht und sehr viele Nebenräumlichkeiten. Das ist das Landessportheim vor allen Dingen, und da sind schon vier andere Sportarten. Jetzt geht das nicht. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir waren schon mal in Telfs, wir wissen, da oben funktioniert es, dann weichen wir nach Telfs aus. Das ist jetzt nicht allzu weit weg von uns. Also, wenn Sie diese Schmankerl sehen wollen, 1.6.2024, Formation der Staatsmeisterschaft Latein, wäre auch eine Möglichkeit. Überlegen Sie sich bitte und kommen Sie einfach mit. So, und bevor euch jetzt kalt wird, machen wir weiter. Rumba. Thank you.
Nein, spielen wir dieses nette Spiel. Die Fans des Bayerns mit der Startnummer 35, bitte. Die Fans des Bayerns mit der Startnummer 38. Aufstellung zum Pasel-Doblet, zweite Seite. Bitte Musik. Ich glaube, das machen wir in Latein auch, oder? Die Paare haben sich das verdient, sie genießen es.